Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Willkommen zurück hier bei Gusper dem Zweiten. Während die Familienangelegenheiten, wie es scheint, sich immer weiter stabilisieren, die Familie zusammenwächst, droht aber jenseits dieser familiären Bande, die ja eng sind, wie ihr wisst, droht Ungemach, denn eine große Koalition der Unzufriedenen hat sich hier zusammengefunden. Alles wichtige und teilweise starke Vasallen, die in schon 4 Monaten ein Ultimatum stellen könnten. Das wird sicher nicht am Königshof vorbeigegangen sein und wir werden weiter versuchen, hier vielleicht den ein oder anderen herauszulösen. Am wahrscheinlichsten kommt mir das bei Graf Schill hier vor. Wir werden mal eine Charmoffensive starten, soweit mir das möglich, soweit unserem König das möglich ist. Eine Möglichkeit wäre es, und das ist auch so eine Art vielleicht, naja, Sicherheit. Ich will nicht sagen Geisel, aber wir könnten sagen, dass wir hier seinen Sohn so ein bisschen in unsere Obhut nehmen, diesem stattlichen Schillis. Oh mein Gott, so heißt er wirklich. Gut, also wir werden mal versuchen, hier die Vormundschaft anzubieten und wir werden uns persönlich dann natürlich um die Sache kümmern, weil ich glaube, das stärkt dann die Beziehung. Obwohl, stärkt das die Beziehung zu ihm oder nur zu ihm? Eigentlich müsste das auch zu ihm die Beziehung stärken. In der Sache ist das aber auch irgendwie ganz passend. Aber schaut mal, wir können sogar dafür sorgen, dass er die Kultur wechselt. Ich meine, das halte ich für realistisch, wenn er jetzt die ganze Zeit an unserem Hofe aufwächst. Würde ich sagen, und das wird auch akzeptiert, schicken wir mal den Vorschlag ab. Eine zweite Möglichkeit, um das noch zu ergänzen, ist, dass wir königliche Gunst verleihen. Das wirkt über Monate, über Zeit, führt aber zu einer Erhöhung der Vasallenmeinung von auf bis zu 100. Wir versuchen es mal. Wir werden also Graf Schill auch noch zusätzlich Gunst erweisen und ihn auf diese Art und Weise vielleicht hier aus dieser Fraktion herausbekommen. Außerdem haben wir noch eine andere Möglichkeit und die sollten wir nutzen. Wir können Hof halten. Es kann ja sein, dass da auch noch irgendwie, dass es da auch noch Gelegenheiten gibt, um diese Fraktion noch auseinanderzubringen. Also machen wir das. Schauen wir mal, was los ist. Gebt dem Ersten in der Reihe ein Zeichen, sich zu nähern. Und wer ist denn jetzt alles da? Gucken wir gleich mal. Prinz Girard. Okay, unser zweiter Sohn. Adelgrima kennen wir nicht. Und Graf Schill. Das ist ja toll. Okay, da können wir vielleicht noch was tun. Prima. Also erstmal der innere Feind. Mein Sohn Prinz Girard kann seine Wut kaum zurückhalten. Es muss etwas gegen dieses Aragonische. Gestikuliert er wild. Es muss etwas gegen dieses Aragonische getan werden, heißt es vermutlich. Ich habe genug von Königin Hana und ihren lächerlichen Sitten. Und diese sogenannte vulgär-iberische Zunge ist nichts als Lärm. Girard, das ist deine Mutter, die sich für dich eingesetzt hat. Der ist übrigens wahnsinnig, ne? Dass du König werden wirst, redest du somit über deine Mutter, die hier im Übrigen anwesend ist? Es ist an der Zeit, dass eure fremdländischen Untertanen die Sitten ihrer Höhergestellten annehmen. Tja. Nee. Also, gegen unsere Frau werden wir jetzt hier öffentlich nicht agieren. Das ist. Aber unser Sohn hat uns ja in eine unangenehme Situation gebracht, das muss man mal sagen. Man könnte sagen, es gibt viel, was man von anderen Traditionen lernen kann. Das wäre so eine Art gemäßigte Position. Das allerdings wäre natürlich eine die weiseste Aktion, weil das führt zu einem Meinungsgewinn bei allen. Und ja, das ist halt die Frage, ne? Denkt unser König in dieser Situation jetzt an diese prekäre Lage? Ich denke schon, ne? Wie gesagt, also er ist ja von normalem Verstand. Insofern würde er sicher diese Gelegenheit nutzen. Wir haben ja auch gesagt, dass der Hof auch gerade mit Blick auf diesen Konflikt einberufen wurde. Er würde doch diese Gelegenheit nutzen und vor allem sagen, Valencia ist ein Land vieler Völker. Das beruhigt vielleicht auch die anderen. Ja, ich denke, das ist eine ganz gute Idee. Machen wir das so. So, Hochprachtstufe. Das ist auch ganz gut, erhöht auch die Meinung. So, wer kommt jetzt? Adelgrima. Oh, gütiger König. Wer ist sie denn eigentlich? Okay. Adelgrima 62. Hat diverse Ansprüche.
irgendwo in Italien. Ich bin weit gereist, um euch um Hilfe zu bitten, ein großes Unrecht zu berichtigen. Die Frau vor mir verbeugt sich tief, bevor sie mit ihrem gut einstudierten Plädoyer fortfährt. Mein Bruder, Prinz Valdi Pert, sitzt derzeit auf dem Thron von Spoleto. Doch in Wahrheit stehen diese Ländereien rechtmäßig mir zu. Wenn ihr mir dabei helft, meinen Anspruch durchzusetzen, werde ich euch die Treue schwören und euch bis ans Ende meiner Tage dienen. Das ist natürlich verlockend. Sehr verlockend sogar, Prinz Valdi Pert. 4000 Mann. Aber in unserer Situation irgendwie nicht richtig vorstellbar, oder? Wenn ihr mir dabei helft, okay. Das ist der gleiche Punkt eigentlich wie der Kreuzzug. Wir können jetzt hier uns nicht auf solche Abenteuer einlassen. Wir können sie bitten, am Hof zu bleiben. Tja, ich würde sagen, das können wir machen. Sollen sie an unseren Hof kommen? Vielleicht können wir später noch darauf zurückkommen. Aber im Moment ist das nicht unser Thema. So, jetzt wird's aber interessant. Was ist denn hier? Einmal Gusper und einmal Graf Hill. Zwei meiner Vasallen schubsen einander, drängeln, um meinen Thron zuerst zu erreichen. Prinz Gusper verneigt sich vor mir. Mein Fürst, in den Straßen von Valencia wird überall mutwillig gemordet. Es wäre nur angebracht, wenn wir verbieten würden, Waffen zu tragen, zumindest innerhalb der Stadtgrenzen. Graf Schill schubst ihn zur Seite. Sicherheit bedeutet, dass jeder Mann lernt, sich selbst zu schützen. Zu verbieten, Waffen zu tragen, wird die Bürger in ihren Rechten beschneiden. Uiuiuiuiuiui. Eigentlich wollen wir ja Graf Schill jetzt auf unsere Seite bringen. Allerdings unseren Erben und Sohn jetzt hier zu diffamieren. Oh, das ist natürlich auch unangenehm. Prinz Gusper und Graf Schill werden Rivalen, wenn wir das erlauben. Okay, wenn wir Graf Schill zustimmen, dann gewinnt er 20 Meinungen von uns. Kampfgeschick-Herausforderung gegen Gusper. Da würde er verwundet werden. Nee, das werden wir nicht machen. Das kommt nicht in Frage. Wir müssen uns also entscheiden. Wisst ihr was? Hier wird die Staatsräson höher wiegen. Das wird Gusper ertragen. Wir müssen Graf Schill ein bisschen um den Bart gehen. Behalten wir unsere Schwerter, damit unser Reich nicht schwächer wird. Was hat das noch für Effekte? Volksmeinung plus 10, okay. Volk will das auch. So, das heißt, sie werden trotzdem Rivalen, interessanterweise. Aber Graf Schill gewinnt 20 Meinungen. Das ist das, was wir wollten. Damit ist unsere Aufgabe hier erledigt. Interessant. Können wir ihn jetzt aus der Fraktion damit? Geht er möglicherweise raus? Der ist jetzt bei 26. Ja, tatsächlich. Oh mein Gott! Das war erfolgreich. Die Fraktion hat sich tatsächlich aufgelöst. Ich könnte mir vorstellen, auch aufgrund der Aktion, dass wir gesagt haben, Valencia ist für alle da, dass das fast noch einen wesentlichen Ausschlusspunkt gemacht hat. Ja, interessant. Okay, prima. Das ist ja beeindruckend, finde ich jetzt tatsächlich, wie das Hofhalten uns jetzt in dieser wirklich dramatischen, naja, doch schwierigen innenpolitischen Situation geholfen hat. Spannend. So, jetzt stellt sich aber die Frage nochmal mit... eine neue Fraktion ist da. Prinz Ück möchte sich selbst auf den Thron bringen? Ernsthaft? Nach all unseren Bemühungen, nach all der verbesserten Beziehung? Er nimmt es uns wahrscheinlich immer noch übel, dass wir ihn umbringen wollten. Jetzt ist die Frage, er ist verwundet und einbeinig. Hat hier mitgekämpft. Wie reagieren wir darauf? Sind wir jetzt noch ein bisschen geduldig in der Sache? Oder brechen wir jetzt die Bemühungen ab? Ich würde sagen, wir lassen dem Ganzen noch eine kleine Chance. So, wir haben jetzt da die Festung, aber wir haben keinen besonderen inhaftiert. Damit ist der Beitrag zwar relevant gewesen, aber es reicht noch nicht. Ich hoffe, warum greifen die nicht mal diese Armee an? Die sind doch stark genug. Mehr als doppelt so stark. Ich verstehe nicht, warum die so zögern.
Der Krieg, der zieht sich unangenehmerweise ein bisschen. Naja, wo wir schon hier sind, ja, erobern wir da noch ein bisschen weiter. Tante Camilla wurde getötet. Welcher Zweig ist das? Ach so. Die Schwester von... Warum eigentlich? Belagerung von Akronia? Okay, da ist sie irgendwie unterwegs gewesen. Alles klar. Ja, belagern wir dort weiter. Er wird das jetzt, er wird Labour zurückbelagern und hier gibt es endlich die Schlacht. Und die wird auch gewonnen werden von Warte mal. Doch, Aquitanien gewinnt die. Ja, ist klar. Okay, das war jetzt, denke ich, wichtig. So, aber hier passiert irgendwas. Angepinnter Charakter greift an. Prinz Ück. Was? Der greift jetzt seinen Bruder an? Quatsch. Unseren Sohn? Gusper? Okay, das ist jetzt... Okay, das... Oh, wow. Das bringt jetzt das Fass zum Überlaufen. Ernsthaft? Er hat einen Anspruch auf die Grafschaft von Granada erwirkt? Oh mein Gott. Okay, damit wird das jetzt abgebrochen. Damit ist Ück zum Feind geworden. Er hat die ausgestreckte Hand weggeschlagen. Das muss man einfach mal so sagen. So, jetzt ist die Frage, können wir da eingreifen? Irgendwie als Dynastie überhaupt? Haben wir da irgendwelche Mittel? Wir müssen die Sache uns mal anschauen hier. Welche Möglichkeiten wir da haben. Das ist der Krieg erstmal. 1400. Die beiden Brüder stehen zusammen. 1100 ist unangenehm. Dynastiekriege beenden. Ja, okay. Damit können wir es erstmal beenden. Sehr schön. Problem erst einmal abgewandt. Oder der, also das die größte Gefahr. Aber natürlich müssen wir irgendwas tun jetzt hier mit Ück. Der dreht ja jetzt komplett frei. Was können wir tun? Wir schauen mal. Es gibt ja neue Möglichkeiten. Es gibt ja unter anderem die Möglichkeit der Entführung. Aber 8 Jahre, 5 und 15 sieht schwierig aus. Einkerkern, das ist Tyrannei, da haben wir kein Argument. Mord sieht ebenso sinnlos aus. Wir haben, wie es aussieht, gar keine Möglichkeit. Wir können natürlich denunzieren. Oder enterben. Denunzieren ist vielleicht in diesem Sinne jetzt ganz gut. Kostet uns ziemlich viel Prestige. Aber das ist, glaube ich, jetzt das, was man machen würde. Wir würden jetzt vor unsere Untertanen treten und jetzt hier unsere Feindschaft mit unserem Bruder erklären. Und das ist ja auch gut begründbar. Er hat hier den inneren Frieden gebrochen. Das machen wir. Wir denunzieren ihn. Mal schauen. Vielleicht bringt ihm das... Ah, warte mal. Aha, okay, alles klar. Damit haben wir auch einen Grund für das Einkerkern gefunden. Okay, das würde dann zu einem Aufstand seinerseits kommen, den wir auf diese Weise forciert hätten. Interessant. Ja, ich würde sagen, das ist doch eine hervorragende Möglichkeit, um das Problem jetzt mal grundsätzlich zu lösen. Okay, was passiert hier? Sie ist ja auch übrigens krank, unsere Ratskanzlerin. Es scheint, als hätte ich in meinen Besprechungen mit Graf Schill unter Umständen gewisse Versprechen bezüglich einer Befreiung von bestimmten Verpflichtungen gemacht. Och Mensch, wir können das beenden hier. Du brauchst da nicht mehr die Gunst, muss nicht mehr verdient werden. Geh mal zurück auf heimische Angelegenheiten. Gott, ist die unfähig. Haben wir jemand Besseres? Wir machen Gusper. Das war nicht wirklich besser, aber... Das ist ja wirklich enttäuschend hier. Den weisen wir erstmal zu. Und nun, ihr seid ein Holzkopf. Feudalsteuern werden verringert. Ja, das war das Letzte, was sie hier getan hat für uns. So, was hier? Ein Artefakt. Oh, verzierte Figurine einer Sagengestalt. Interessant. Die Belagerung war nämlich auch erfolgreich. So, was können wir jetzt noch tun für diesen Krieg?
Lohnt es sich noch irgendwelche anderen Ländereien? Ja, eigentlich hier in dem Gebiet. Man müsste eigentlich nochmal die Armee schlagen, aber wir fahren hier nochmal rüber. Mal gucken, was dann passiert. Wir sollten sowieso hier mal gucken. Ist hier noch was Neues hinzugekommen eigentlich? Naja, die Figurine, die können wir jetzt in die Hand nehmen. Bringt uns Bildungs-, Lebenswandel, Erfahrung. Okay, außerdem hat die Belagerung ein paar Geiseln gebracht, die wir später noch zu Geld machen können. So, das ist der Sohn von Graf Chill. Ich habe Chill dabei zugesehen, wie er mit anderen Kindern spielt, als Thibaut plötzlich versuchte, ihn zu Boden zu schubsen, unser Neffe. Chill nahm es gelassen und setzte sich mit Thibaut zusammen, um die Sache zu besprechen. Ja, ja, okay, alles klar. Er behält nachsichtig. Ein Bündnis mit Jürgen ist ausgelaufen, aber das war auch nicht so entscheidend. Malik hat einen internen Krieg, also unser Nachbar Malik. Ist ja nur ein Titel, der hat einen internen Krieg gewonnen. 75%. Ja, würde ich sagen, dann machen wir nochmal eine Belagerung von Valentinois, das mal zu unserem Königreich gehörte, während hier die Schlacht nochmal geschlagen wurde. Und es geht weiter. Okay. Ück hat jetzt tatsächlich nochmal angegriffen. Nein. Ück wird angegriffen von Graf Emeric. Der Graf der Provence. Ein Befreiungskrieg ist das Ganze. Haha. Befreiungskrieg bedeutet, Lehns Autorität wird reduziert. Ja, gut. Schwächt ihn insgesamt. Das werden wir natürlich so laufen lassen. Das kommt davon. Okay, da endet ein Waffenstillstand. Das könnte auch nochmal interessant werden. Aber hier sind wir endlich bei gleich 100%. Und das wird uns dann die Möglichkeit geben, gegen unseren Bruder vorzugehen. So, der Sieg ist erfolgt. Wir haben unser Bündnispartner alle Ehre erwiesen. Armee wird erst einmal aufgelöst. Okay. So, jetzt ist bloß die Frage. Ne, pass auf. Jetzt mache ich das, was ich schon lange versprochen habe. Wir gucken uns jetzt mal das Iberische Ringen nochmal genauer an, indem wir jetzt gerade teilnehmen. So, wir sind in der Phase Gelegenheit. Es gibt unterschiedliche Phasen. Ich will es jetzt nicht alles nochmal ausführlich erklären. Das Handeln der Beteiligten entscheidet, in was für eine Phase wir danach eintreten. Im Moment sieht alles danach aus, dass es die Feindseligkeitsphase ist. Jede Phase hat bestimmte Regeln. Die Regeln sehen wir hier, die gucken wir uns gleich genau an. In der Feindseligkeitsphase gibt es andere Regeln. Aber wir sind noch lange in der Gelegenheitsphase. Das bedeutet, Anspruch fingieren in der Ringenregion kostet Prestige statt Geld. Okay. Ja, wir haben im Moment relativ viel Prestige. Im Moment hilft uns das. Vor einiger Zeit hätte ich gesagt, Gold wäre besser gewesen für uns. Kriege in der Ringenregion kosten weniger Prestige. Das ist auch gut. Wir können einen Kriegsgrund Grenzüberfall machen. Und das ist interessant tatsächlich. Gerade für unseren Charakter. Das ist nämlich eine Möglichkeit, wo man nicht erobert, sondern wo man durch für die Einnahme des Kriegsziels Gold erhält. Und zwar, wenn ich das richtig verstanden habe, je höher die Entwicklung, umso mehr Gold. Oder vielleicht auch je höher Gebäude oder je mehr Gebäude. Und das finde ich für jemanden, der jetzt gierig ist, in dieser Konstellation sehr attraktiv. Vor allem, weil er selbst nicht mehr Domänen halten kann und das, was man dort dann erhält, ja, nur sehr langfristig und indirekt irgendwie lukrativ ist, dann lieber vielleicht direkt Geld mitnehmen. Also das werden wir uns auf jeden Fall genauer anschauen. Das Problem ist natürlich, dass man in einem vollen Krieg durchaus ist, mit einem anderen Reich. Das darf also kein Riesenkrieg werden, sonst zahlt man da mehr, als man bekommt. Sollte also überschaubar bleiben. Bezahlte Unterstützung. So, da kann man sich Kriegen anschließen für Gold, wobei ich nicht weiß, ob das bei uns jetzt im Moment passend ist für diesen Charakter. Ich meinte, der kostet ja auch Gold, der Unterhalt. Ja, Treue verhandeln. Das passt für uns, glaube ich, nicht. Bittet einen benachbarten höherrangigen Herrscher, sich dem Krieg anzuschließen, wofür man sein Vasall wird. Das wäre bei uns nur beim Kaiser möglich. Söldner sind günstiger. Dann haben wir Kulturauswirkung. Was ist dort zu beachten? Bekehren kostet weniger.
zu einer beteiligten Kultur. Da bin ich aber ja grundsätzlich vorsichtig. Das habe ich jetzt ausnahmsweise mal gemacht, um Teil des Ringens zu sein, weil ich das hier auch sehr passend empfinde. Aber kulturelle Konversation, also Konvertierung, ist etwas, was ich nur nach einer gewissen Zeit dann überhaupt erst machen möchte, weil das langfristige historische Prozesse sind. Auf jeden Fall kostet es weniger, ganz gut. Wobei, Bekehren betrifft einen Charakter, oder? Bin mich ganz sicher, was damit jetzt Kosten sind. Ich würde eher das so interpretieren, dass es weniger dauert, eine Grafschaft zu konvertieren. Neue Sprache zu erlernen gewährt Prestige, ist für uns jetzt, glaube ich, nicht relevant. Das ist nicht sein Thema. Einem örtlichen Adligen einen Titel zu gewähren, bietet Prestige. Okay, macht man oder macht man nicht. Die Entwicklung einer Gemeinde mit einer Kultur zu erhöhen, erhöht Kulturakzeptanz. Ist auch eher so ein indirekter Effekt, werden wir nicht deswegen machen. So, dann Glaubensauswirkungen. Das Bekehren zu einem beteiligten Glauben kostet weniger. Gut, Gemeindebekehren verläuft schneller. Religionskriege können nicht erklärt werden, ganz entscheidend. Das heißt, so diese ganz großen Gewinne, Gebietsgewinne, können wir nicht mehr durchführen. Glaubensübergreifende Heiraten sind bei einem Ring beteiligten Charakteren möglich. Interessant. Weiß nicht, ob das in Frage kommt, aber vielleicht. Kann man im Hinterkopf haben. Sonstige Auswirkungen, da sind auch noch ein paar interessante Sachen dabei. Wir können Ansprüche kaufen gegen beteiligte Herrscher, aber ich glaube, die müssen unabhängig sein. Bin mir nicht ganz sicher. Sonst könnten wir natürlich hier, ich probiere es direkt mal aus, auf diese Art und Weise auch den Anspruch kaufen. Mit Frömmigkeit macht man das nämlich. Warte mal, wo ist das ganze Anspruch erbitten? Nee. Ups, das wollte ich nicht. Übungskampf machen. Nee, das geht, glaube ich, nur mit unabhängigen Herrschern, nicht mit den eigenen Vasallen. Wäre auch ein bisschen merkwürdig. Okay, wir gucken weiter. Zahlungsaufforderungsinteraktion. Ja, Gold für Druckmittel. Dann kann man entführen. Man kann Druckmittel fingieren. Thronanspruch, das ist für uns irrelevant, weil wir ja der oberste Lehnsherr sind. Revolte anfachen gegen beteiligte Herrscher, also da irgendwie die Bauern aufstacheln. Dann können wir einfach so anfreunden in dieser Gelegenheitsphase. Aber Freunde hat unser König nicht. Mal sehen. Wir können einen Epos in Auftrag geben. Na, weiß ich nicht, passt für uns jetzt auch nicht. Aber vielleicht später wird das noch interessant. Man kann Waffenstillstände voneinander kaufen. Man kann also Geld ausgeben, um sich abzusichern gegen andere Reiche. Und wir können das tun, was wir schon getan haben. Nämlich Trivialtitel gegen Prestige zu verkaufen. Das ist eine sehr lukrative Sache. Ich würde sagen, das werden wir auch mal anmarken. Das habe ich schon, dass wir das gegebenenfalls wieder machen. Soweit jetzt erstmal zum Ring-Thema. Aber im Moment interessiert uns das gar nicht so sehr, sondern die Möglichkeit, gegen unseren Bruder vorzugehen. Ja. Ich denke, nach all dem, also erstens hat er eine Fraktion gegründet, um uns zu stürzen. Dann hat er unseren Haupterben, unseren ersten Sohn angegriffen. Ich denke, das ist legitim, jetzt so zu agieren. Und zumal wir wirklich alles getan haben, um ihn auf unsere Seite zu bringen und hier wieder Frieden zu stiften. Okay, also das Einkerkern wird bei Ablehnung wird mit Sicherheit jetzt zu einer Erhebung führen. Er hat nicht wenige Kräfte und seine Abordnung verlieren wir ja auch. Es könnte also durchaus ein kniffliger Krieg werden. Mal schauen. Also wir versuchen jetzt die Einkerkerung. Na? Oh mein Gott. Wieso kommt er bitte auf 4.800 Männer? Weil er Verbündete hat. Ernsthaft? Clotaire? Und Prinz Gérard? Helfen ihm? Ja, das hätte ich natürlich auch vorher nochmal beachten müssen. Das Gute ist, dass er gleichzeitig noch in einem anderen Krieg ist. Insofern, und die Verbündeten sind vermutlich fern. Oh mein Gott, das artet hier ein bisschen aus. Ja, das war vielleicht
etwas unbedacht. So, da haben wir die gegnerische Armee. Ich bin am Überlegen, ob wir gleich hier unten unsere Armee aushebeln. Dann sind wir nämlich gleich da in der Hauptstadt. Können wir eigentlich Verbündete holen? Nee, können wir nicht. Naja. Gut. Da ist aber zum Glück noch der Graf der Provence, der halt auch diesen Krieg hat. Ich muss mal gucken, wo haben wir unser Fähnchen? Weiß ich nicht. Wir packen es dort unten hin und werden alle dort ausheben. Bin mal gespannt, ob er jetzt sein Weg ändert. Das Feuer anfachen. Gott, was gibt es jetzt auch noch Ärger hier? Die Katholiken und die movaleditische Bevölkerung Corba liegen sich in den Haaren. Nutzen wir diese Gelegenheit, schlägt mein Erzbischof Bertrand vor, werben wir bezahlbare Soldaten aus den Reihen der katholischen Milizen an und wenn sie ihre Ausbildung in ihren Heimatgemeinden fortsetzen, kann das auch nicht schaden. Vielleicht sollten wir sie sogar dazu ermutigen. Okay, er will Gewalt anwenden gegen die Heiden. Wir haben aber Sympathie Heiden gegenüber, müssen wir auch noch beachten. Lasse ich Cordoba brennen, um diese gewalttätigen Fanatiker anzuwerben? Fanatische Rekruten. Boah. Aufruhr und Morde. Nee, das machen wir nicht. Kann aber sein, dass das schief geht. Das ist eine Diplomatie-Herausforderung. Aber Cordoba ist... Es destabilisiert auf jeden Fall Cordoba. Cordoba ist die Stadt, die uns die meisten Einnahmen bringt. Insofern haben wir eigentlich überhaupt gar kein Interesse daran. Wir versuchen das irgendwie zu lösen. Mal gucken, ob das klappt. Sie sind gescheitert. Okay, wir haben den Aufruhr dort und uns dann auch mit der Kirche angelegt. Das heißt, die Einnahmen sinken deutlich. Aber warte mal, wir können doch einen Alliierten holen. Oh, das habe ich ja übersehen. Ja. Das tun wir dann. Wir haben ihm geholfen, jetzt muss er uns helfen. Wir rufen ihn in den Krieg. Denn der Krieg kann heikel werden. Okay, ausgezeichnet, er hilft. Großartig. So, jetzt ist die Frage, wir haben seine Armee hier in der Nähe. Girard hat auch noch einen Bauernaufstand. Ist unser Sohn übrigens wirklich auf der anderen Seite eingetreten? Nein, da müssen wir natürlich auch noch aufpassen, ne, ob er das wirklich macht. Ich werde versuchen, seine Armee hier erstmal zu stellen. Wer kämpft hier? Graf Schill? vielleicht sollten wir Graf Enric den Ratsmarschall mal ranlassen. Versuchen wir erstmal eine Schlacht zu schlagen. Ups. Na, er zieht zurück. Wilde Nächte? Gräfin Mabila von Givaudan hat mich zu einem kleinen Umtrunk in Gesellschaft eingeladen. Sie ist bekanntermaßen selbst dem Wein nicht abgeneigt. Ja, okay. Trotz der Sorgen. Wer ist sie denn eigentlich? Graue Eminenz 54. Wo liegt die Grafschaft? Ah, in Aquitanien. Ja gut, das wird ein Spaß, klar. Ein bisschen Ablenkung tut immer gut. So, er zieht dort auf unsere Bergfestung. Das ist aber überaus praktisch. Ach, schade, wir können ihn nicht abfangen. Da hinten ist es ungünstig zu kämpfen. In der Festung wäre es gut gewesen. Okay, das war doof. Gehen wir mal dann lieber dahin. Und einen Diplomatievorzug. Und wir gehen jetzt in Richtung Familienhierarch. Anfreunden können wir eh, ne? Brettspiel. Herausforderung ist auch ganz nett. Aber wir machen mal zur Herrschaft erzogen. Unsere Kinder, die sollen besonders gut gedeihen. Girard bekommt einmal Ränkespiel, Gusper 2 Kriegsführung. Okay, er entfleucht. Gut, die Hauptstadt ist gesichert. Er kann da nur in den Norden. Pass mal auf, ich gehe dann doch wieder zurück. Ich habe keine Lust jetzt auf diese Verfolgungsjagd. Darum kann sich ja Aquitanien kümmern, die Armee dort zu besiegen. So, in Valencia ist was gebaut worden. Gut. Das war ja das Herzogtum unserer Frau. Und Juliana, die dürfen wir auch nicht vergessen. Da hat sich die Verwaltung verbessert. Der König von Burgund wird vom Herzog von Hochburgund angegriffen. Ein interner Tyranneikrieg, der dort stattfindet. Er geht jetzt wieder südlich, interessanterweise. Okay, dann beginnen wir die Belagerung. Ich check nochmal. Aus irgendwelchen Gründen kann es ja immer mal sein, dass man doch plötzlich einen Belager hat. Aber
Das ist nicht der Fall. Gut. Ja, okay. Es ist ein Bruderkrieg, der hier ausgebrochen ist. Durchaus ein dramatisches Ereignis. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Und zwar in der nächsten Staffel. Bis dahin macht's gut. Euer Steinwallen.